Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebes Publikum, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im großen Saal des Konzerthauses Berlins gemeinsam mit dem Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung unseres Chefdirigenten Christoph Eschenbach. Normalerweise schauen wir hier von der Bühne in die erwartungsfreudigen Augen unseres Publikums. Stattdessen ein leerer Saal, 1480 leere Stühle, und wir dachten uns, wir kommen zu Ihnen, wenn Sie nicht zu uns kommen, indem wir ein digitales Wunschkonzert auf die Beine stellen. Sie konnten aus einer Werkliste bestehend aus 25 Kompositionen Ihre Lieblingswerke heraussuchen. Wir spielen heute die Top 4 für Sie, und wir haben über 700 Wünsche, Grüße und Aufmunterungen von Ihnen erhalten. Und dafür möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wir starten nun auch gleich mit dem Platz Nummer 4 und mal sehen, ob Sie das Stück erkennen. Claudia Radke hat uns geschrieben, dieses Stück klingt so schön beschwingt und frühlingshaft. Oder Karin Förster schreibt uns, wir lieben Italien und mussten Corona-bedingt auf eine geplante Reise verzichten. Haben Sie es erkannt? Wahrscheinlich, es handelt sich nämlich um Mendelssohn Bartholdys vierte Sinfonie, die italienische, und wir spielen daraus den vierten Satz, den Saltarello. Bitte begrüßen Sie nun mit mir den Chefdirigenten unseres Orchesters, Christoph Eschenbach. Herzlich willkommen.
Bravo, bravo. Vielen Dank für diesen wunderbaren Auftakt in das Wunschkonzert. Christoph, du hast ja diese Werkliste bestehend aus 25 Kompositionen zusammengestellt. Nun kennst du wahrscheinlich über 1000 Werke. Sind diese 25 deine Lieblingswerke? Ja, natürlich sind sie meine Lieblingswerke, aber es gibt noch mehr, wie du sagtest. Aber ich wollte einfach eine Zusammenstellung durch das symphonische Repertoire geben, von Haydn bis über Beethoven, bis über die Romantik, über Tschaikowski, bis in unsere Zeit. Ich glaube, das ist gut gelungen. Und ich habe noch eine Frage an dich. Ich stelle mir nun vor, als Dirigent schaut man ja immer in sein Orchester und man hat den Rücken zum Publikum. Nun ist das Publikum tatsächlich nicht da. Merkst du das? Wir spielen für ein imaginäres Publikum, nämlich für unser Publikum, für die wir eigentlich diese Stücke ausgesucht haben und die aus den Stücken wieder ihre Wahl getroffen hat. Und das macht uns wahnsinnig Spaß. Nun kommen wir ja schon zur Verkündung des dritten Platzes unseres Wunschkonzertes. Wir feiern ein Jubilar, der eigentlich letztes Jahr hätte groß gefeiert werden sollen. Und durch Corona fielen viele Konzerte weg. Ludwig van Beethoven, du hast dir die 6. Symphonie ausgesucht. Die wurde auch gewählt auf Platz 3, den ersten Satz. Nun weiß ich von dir, dass du eine ganz besondere Verbindung nicht nur zu Beethoven hast, sondern auch besonders zur Pastorale. Na, ich glaube, jeder hat eine besondere Beziehung zur Pastorale und gerade in unserer Zeit ist dieses Stück ja unglaublich wichtig. Beethoven schreibt, der erste Satz ist, erweckt heitere und angenehme Empfindungen im Menschen, wenn er aufs Land kommt. Und dieses heitere und angenehme, das sollten wir in der Stadt sehen, die wir verpestet sind von Abgasen und die ganze Welt ist irgendwie ruiniert oder an der Grenze des Ruinierens, ruiniert werdens. Und dafür ist eben, steht dieser Beethoven als großes Heiligtum der Natur für uns da. Lieber Christoph, vielen Dank. Und wir hören nun den ersten Satz der Pastorale von Ludwig van Beethoven, der da lautet: Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande. Viel Vergnügen.
Nach Beethovens himmlischen Melodien der Pastorale folgt nun auf Platz 2 des Wunschkonzertes ein Finalsatz, der geradezu euphorisch endet, der normalerweise unser Publikum von den Stühlen reißt. Das ist der Finalsatz von Tschaikowskis 5. Sinfonie. Tschaikowski selbst hat übrigens über sein eigenes Werk gesagt, es sei ihm misslungen. Vor allem der Finalsatz sei zu bunt, zu unaufrichtig, zu lang und zu wenig ansprechend. Ich begrüße nun unsere Konzertmeisterin Soo-Yeon Kim. Soo-Yeon, ist es wirklich ein misslungenes Werk? Nein, ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, er war einfach wie jeder gute Musiker sehr selbstkritisch mit sich. Ich finde, es hat so viel Energie und es macht uns allen großen Spaß, diese Sinfonie zu spielen. Und es war übrigens auch meine erste Sinfonie, die ich hier im Probejahr gespielt habe im Orchester, im Konzerthaus Orchester Berlin. Deswegen macht es mir ganz besonders Spaß, es zu spielen. Soo-Yeon, es ist ja nun doch einiges anders gegenüber den normalen Konzerten, wenn auch das Publikum da ist. Man sieht hier im Orchester, die Musiker sitzen weit auseinander an einem Pult. Kann man überhaupt in diesen Bedingungen normal musizieren? Wir geben unser Bestes jedes Mal und natürlich kann man musizieren. Es ist auf jeden Fall viel schwieriger und für uns Musiker zählt jeder Zentimeter, den wir näher beieinander sind, den wir hören können, fühlen können, wo wir den Atem auch spüren können eigentlich. Es ist, finde ich, sehr schwer. Und an meinem Platz als Konzertmeisterin habe ich, glaube ich, noch den besten Platz erwischt, weil ich noch sehr viele Kollegen sehen kann und auch visuell sehr gut Kontakt halten kann. Aber viele Kollegen, die hinten sitzen in den hinteren Rängen, glaube ich, die haben es ganz schwer gerade. Ich finde, es hört sich trotzdem ganz fantastisch an, Soo-Yeon. Vielen Dank. Und wir hören nun den Finalsatz der 5. Sinfonie von Tschaikowski. Viel Vergnügen. Thank you.
Nachdem wir den Finalsatz der 5. Sinfonie von Tschaikowski gehört haben, kommen wir nun zum großen Finale des Wunschkonzertes. Welches Werk wird Platz 1 belegen? Viele von Ihnen haben uns dafür persönliche Grußbotschaften gesendet und geschrieben, dass Sie durch dieses Werk erst zur klassischen Musik überhaupt gekommen sind. Und bevor ich Ihnen den Platz 1 verrate, bekommen wir nun von unserer Schlagzeuggruppe einen Tusch. Vielen Dank. Platz 1 ist die Moldau von Smetana aus dem symphonischen Zyklus Mein Vaterland. Und aus einem ganz bestimmten Grund stehe ich nun natürlich neben der Soloharfenistin Ronit Mus des Konzerthausorchester Berlins. Ronit, warum glaubst du, ist dieses Stück so beliebt bei unserem Publikum? Ja, natürlich, weil Harfe besetzt ist, keine andere Frage, ne? Und das andere natürlich, dass Smetana so wunderbar die Moldau, den wahnsinnigen Fluss so schön beschrieben hat, über seine Entstehung, bis er wirklich in den großen Fluss reingekommen ist. Also das ist natürlich einzigartig. Und welche Rolle genau spielt die Harfe? Ist es das Wasser oder welche Melodien nimmt die Harfe auf? Ja, Mai, ich warte halt viel, aber wenn ich spiele, dann bin ich, glaube ich, ja, einerseits das Wasser, andererseits auch irgendwie ein bisschen Farbe, was irgendwie reinbringt, ja. Ronit, und wenn du dir dein eigenes Wunschkonzert zusammenstellen könntest, was wäre denn da auf Platz 1? Gliere-Konzert für Harfe und Orchester. nein, also ansonsten, ich liebe sehr Stravinsky, Romeo und Julia, sowas zum Beispiel. Oder dann natürlich die Mahler-Sinfonien. Ich hoffe, dass wir sie bald wieder in großer Besetzung spielen können. Das hoffen wir alle. Ronit, ich weiß, dass das Orchester noch ein ganz persönliches Anliegen hat. Um was handelt es sich dabei? Ja, liebes Publikum, wir bitten Sie ganz inständig, speziell für unsere Kollegen, die freischaffend sind, zu spenden im Zuge der Musikernothilfe. Die können alles gebrauchen und wir sollten sie doch sehr solidarisch unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Ronit Mus. Ich möchte mich nun zum Ende verabschieden. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, liebes Publikum, fürs Mitmachen, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bedanke mich natürlich auch nochmal bei unserem Chefdirigenten Christoph Eschenbach und dem Konzerthausorchester Berlin. Und bevor Sie nun eintauchen in die melodischen Flüsse der Moldau, möchte ich mich noch verabschieden. Vielen Dank.